Moin und herzlich willkommen zu einem Tutorial, was es zwar schon gab, aber nun besser formuliert wird. Als erstes geht ihr in die Beschreibung und joint meinen Discord-Server. Sobald ihr dies getan habt, scrollt ihr runter und geht auf dem Router um @vvirtualkim-Kanal. Da geht ihr auf die Webseite, scrollt runter und downloadet euch die Datei. Habt ihr das getan, könnt ihr die Datei mit dem Programm WinRAR öffnen. Aber Achtung, bevor ihr diese Dateien ausführt, schließt ihr euren Browser und OBS, falls diese Programme an sind. Hier befinden sich zwei Dateien drinnen, die ihr wie ich nacheinander ausführt. Nun geht ihr den Browser, wo ihr OMA benutzt, in meinem Fall ist es der Edge-Browser. Ihr geht nun in die Einstellungen von eurem Browser und sucht nach der Einstellung Kamera. Solltet ihr eine Kamera auswählen können, wählt ihr die Kamera aus, die ich auch auswähle. Nun könnt ihr auch OBS öffnen. Bevor ihr nun auf OMA geht, müsst ihr alle Kameras deaktivieren oder aus euren USB-Port rausziehen. Deaktivieren könnt ihr eure Kameras per Gerätemanager. Aber Achtung, auch Snapcam und andere Softwares, die eine Kamera sind, müssen deaktiviert werden. Habt ihr dies gemacht, könnt ihr nun auf OMA gehen. Nun seht ihr das OBS-Logo. Dies wollen wir natürlich weghaben und gehen dazu in OBS rein und drücken auf den Button Virtuelle Kamera aktivieren. Nun seht ihr das, was ihr auch in OBS hinzufügt. Hier als Beispiel ein Bild von mir. Ihr könnt auch nun wieder eure Kameras aktivieren, um diese dann in OBS einbinden zu können, und fertig ist das Ganze. Sollte euch das Video gefallen haben, drückt den Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und schaut auch mal bei Twitch vorbei. Kuss.